Willkommen zurück. Es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist und dir das Video der Mittelwert Mastery 3 ansiehst. Auch in diesem Video werden wir wieder zwei spannende Beispiele zum Mittelwert berechnen. Also legen wir los. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass Zimmer aufräumen ganz schön nervig sein kann. Stell dir vor, du schreibst die Zeit, die du zum Aufräumen deines Zimmers benötigst, in einer Tabelle auf. Diese Tabelle kannst du hier sehen. Ich habe die Zeiten für 6 Wochen notiert. Wie lange brauchst du aber im Durchschnitt pro Woche, um dein Zimmer aufzuräumen? Diese Frage solltest du nach den letzten Videos schon ganz einfach alleine beantworten können. Probier es aus und schau dir dann die Lösung an. Hallo zurück! Ich hoffe, es war kein Problem für dich, auszurechnen, wie lange du im Durchschnitt pro Woche brauchst, um dein Zimmer aufzuräumen. Ganz einfach, das arithmetische Mittel ergibt sich dadurch, dass man die Summe der Werte aus der Tabelle bildet, also die einzelnen Werte aufsummiert und anschließend durch die Anzahl der Werte, in diesem Fall 6, dividiert. Das Ergebnis ist 59,5. Du brauchst also im Durchschnitt 59,5 Minuten pro Woche, um dein Zimmer aufzuräumen. Wie lange darfst du nun aber in Woche 7 brauchen, um dein Zimmer aufzuräumen, wenn du nicht möchtest, dass sich der Mittelwert ändert? Bevor du dir das Video weiter ansiehst, drück auf Pause und überlege dir eine Lösung für diese Frage. Richtig, es sind 59,5 Minuten. Kommt in Woche 7 nämlich ein Wert dazu, der genau dem Mittelwert von vorher entspricht, so ändert sich der Mittelwert auch nicht. Begründen kann man das mit einer einfachen Gleichung. Addiert man zu den schon bekannten Werten nun noch einen unbekannten Wert x dazu und dividiert nun durch 7 Werte, da ja noch eine Woche dazukommt, so soll der Mittelwert 59,5 sein. Das heißt, der Mittelwert soll sich nicht ändern. Das x können wir jetzt ganz einfach ausrechnen. Im ersten Schritt multiplizieren wir die rechte Seite der Gleichung mit 7. Das heißt, diese Summe hier, die du hier sehen kannst, soll einem Wert von 416,5 entsprechen. Dann bringen wir ganz einfach die Werte aus dieser Summe auf die andere Seite. Das heißt, wir rechnen 416,5 minus 45 minus 70 minus 65 und so weiter und erhalten dann x ist gleich 59,5. Du siehst also, gar nicht so schwer. Um einen Überblick zu haben, wie viele Geburtstagsgeschenke ich eigentlich pro Monat für meine Freunde kaufen muss, habe ich ein Säulendiagramm erstellt. Darin habe ich für jeden Monat jeweils die Anzahl der Geburtstage meiner Freunde aufgelistet. Meine Frage lautet nun aber, wie viele Geburtstagsgeschenke muss ich eigentlich pro Monat im Durchschnitt kaufen? Um herauszufinden, wie viele meiner Freunde durchschnittlich pro Monat Geburtstag haben, habe ich die Daten aus meinem Säulendiagramm zuerst in einer Tabelle aufgelistet. Im Januar haben 3 meiner Freunde Geburtstag, im Februar sind es, wie du sehen kannst, 5 und so weiter. Daraus ergab sich diese Tabelle. Das arithmetische Mittel habe ich nun ganz einfach mit der Formel, die wir schon kennen, berechnet. Ich habe also die Summe der Daten aus der Tabelle gebildet und durch die Anzahl der Daten, also in diesem Fall durch die Anzahl der Monate, also 12, dividiert. Das Ergebnis ist 3,67. Im Durchschnitt haben also in jedem Monat 3,67 meiner Freunde Geburtstag. Das bedeutet für mich auch, dass ich im Durchschnitt jeden Monat 3,67 Geburtstagsgeschenke kaufen muss. Eigentlich ganz schön viel. In diesem Diagramm siehst du schon, dass ich auch eine orange Linie eingezeichnet habe. Drück auf Pause und überlege dir, was die Linie genau darstellen könnte. Hallo zurück, ich bin mir sicher, es war nicht sehr schwierig für dich herauszufinden, dass die orange Linie das arithmetische Mittel darstellt. Dieses war ja, wie wir vorher schon berechnet haben, 3,67.
Zum Abschluss dieses Videos möchte ich dich bitten, eine eigene Liste anzulegen, in der du siehst, wie viele deiner Freunde jeden Monat Geburtstag haben und dann ebenfalls das arithmetische Mittel zu berechnen. Super, wir sind nun am Ende des Videozyklus der Mittelwert angelangt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest viele spannende Beispiele entdecken. Jetzt bist du schon ein richtiger Experte oder eine richtige Expertin, wenn es um das Thema der Mittelwert geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.